silver shines, the world dines, a smile on each face. As joy surrounds, gunpowder bounds, and I can feel them breaking free. For just this moment lost in time, I am finding me. Yet still I hide behind this mask that I have become. My blackened heart, scorched by flames, a force I can't run from. I look to you. So, Test. Hallo. Okay. Na gut, das dürfte jetzt ungefähr passen. Es war sehr leise, das Spiel. Hi, Metatron und Desert Railgun. Hallo. Ich muss mal kurz in meinem Control-Stream hören. Test. Ein bisschen laut jetzt fast, ne? So, naja, passt schon. Laut, schreibt Desert Railgun, ja. So dürfte jetzt aber passen. Ich meine, im Spiel läuft ja selten so lauter Super Pop die ganze Zeit.
eher nie sogar. So, was haben wir denn? Ich weiß schon. Oh, die Quest am Ende des Monats ist wieder cool. Die Hauptmission. Aber da müssen wir jetzt erstmal hinkommen. Da haben wir noch ein paar Wochenende dahin. Vielleicht können wir noch den einen oder anderen rekrutieren. Mal schauen. Die wichtigsten habe ich. Die ich haben wollte, habe ich. So, heute ist jetzt Monatsanfang. Das heißt, heute ist wieder Erkundtag. Jetzt schaue ich mal aber kurz zu den Kämpfen, was mich interessieren würde. Ash und Catherine. Ah ja, okay. Ist eine Story-Quest für die Charaktere. Ja, erkunden wir einfach mal eine Runde. Ne? Jetzt müssen wir wieder alles abklappern. Das Übliche, man kennt das ja. Einmal im Monat das Pflichtabklappern des Geländes, des Klostergeländes. Bernadetta hat heute gar keine Sprechblase. Oder ist Bernadetta etwa nicht in ihrem Zimmer? Komisch. Das ist ja ungewöhnlich. Ist das ihr Zimmer? Ich weiß es nicht. Oder das da? Eins von denen ist es, glaube ich. Komisch. Na gut. Hello there. Professor. Erstmal gärtnern, sonst vergesse ich das wieder. Wie immer. Oh, wir sind jetzt fast Dozentenrang A. Nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. So, pflanzen wir mal ganz viel Morphis-Pflanzen, Pflaumensaat an. Das Pflanzendüngen ist so teuer, finde ich. Aber ich bin sehr sparsam. In meinem ersten Playthrough war ich immer super knapp bei Kasse. Ich versuche diesmal sehr sparsam zu sein. Ich benutze auch die göttlichen Waffen überhaupt nicht, wenn es geht. Da bin ich auch sehr geizig geworden. Die heben wir uns für die letzten paar Missionen auf. Stimmt's, Ditte? It is a shame what happened to Gerald. I am sorry. There are no words. Leave some flowers on his grave for me. Leg doch selber Blumen auf sein Grab. Aber das ist jetzt wahrscheinlich... So was Ähnliches wird jetzt wahrscheinlich jeder sagen. Heute kriegen wir wahrscheinlich nur... Mitleidsbekundungen von unseren Dozenten und Mitdozenten. No. Doch, ich finde schon. Mensch. Captain Gerald's gone. He's gone. And we'd only just reunited. I'm sorry. I'm sure this is even harder on you. But I just can't... I can't believe... Mir wird's besser gehen, wenn du dich unserer Schule anschließt. Hey! I hope we get a chance to practice together. I know I'm in a... Tja, schade. Ich muss aber leider außerdem noch die ganzen Geschenke durchgehen. Das sind so viele. Das muss jetzt eigentlich fast für jeden was dabei sein, sollte man meinen. Das ist ja unglaublich. Hey, da war sogar was für sie dabei. Könnten auch mehrere. Ich hatte das schon, dass mehrere Sachen für einen sind. Deswegen gehe ich die Liste trotzdem weiter durch. Aber schau, schon eins weniger. Was nimmt man ins New Game Plus mit? Also das funktioniert so, das System, das New Game Plus System, dass du im Grunde bei Null startest, als würdest du ein neues Spiel anfangen. Aber an deinem Schreibtisch, in deinem Arbeitszimmer, hast du dann neue Optionen. Da kannst du unter anderem dann auch deine Schüler ein bisschen customizen und sowas, wenn du Outfits freigeschaltet hast, schon durch den Zeitsprung und so. Aber auf jeden Fall kann man da dann die Punkte, die Reputationspunkte, die man eigentlich für die Statuen ausgibt im ersten Spieldurchlauf, für alles Mögliche ausgeben, was du davor schon hattest. Also sowohl Beziehungsränge zu den anderen Schülern, Skills und noch irgendwas. Level vielleicht? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kann man mit den Reputationspunkten sehr viel nachkaufen, sehr viel wieder kaufen von dem, was man schon erreicht hatte. Nicht darüber hinaus, aber das Erreichte kann man sich wieder kaufen. Und das geht auch relativ schnell, habe ich so die Erfahrung gemacht. Aber Items nicht. Items, die nimmt man nicht mit. Die kann man sich auch nicht holen. Näher als Schülerin seines Sohnes zu sein, kann sie Geralt nicht mehr kommen. Die Leonie? Tja, ich meine, Leonie war ja auch eine Ziehtochter von Geralt, als der noch hier war anscheinend, irgendwann mal. Aber ich verstehe da die zeitlichen Zusammenhänge überhaupt nicht. Da müsste Leonie doch älter als wir sein oder so. Keine Ahnung.
I'm so sorry. I never quite know what to say at times like these. Just don't push yourself too hard too soon. It's okay to allow yourself to be sad right now. Losing someone dear to you, well, each loss is unique, but it's a feeling I know very well. That said, Professor, I... No. No. Yes, that's... No. 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 Yes. No. 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 Okay. Hi, Professor. I've actually got... Will nicht rekrutiert werden. Ja, die steht auf Fliegen. Fliegen kann ich halt überhaupt nicht. Oh, no. Professor. Thank you for all you have done for us. Nothing to report today. Oh. Der arme Torwächter. Den hat es ja schlimmer getroffen als mich. Also unseren Protagonisten. So, gehen wir gleich mal da vorne rein. Puppe ohne Nase. Hm. Klingt super creepy. Do you have time for a request? Die kaiserliche Wache des Adrastianischen Reiches sucht jemanden, mit dem sie trainieren kann. Sie wollen zum Besten der Besten, bla bla bla. Ich verstehe schon, Trainingskampf optional. Okay. I trained with Gerald just the other day. Why? Why did he have to go and die? It's too awful. He didn't deserve it. Tja, warum? Warum hast du auf deinem Bild einen Bart und dein Model hat keinen Bart? Das, man weiß so Sachen einfach nicht. Das passiert. Besticktes Brillentuch. Das kann man ja theoretisch eingrenzen, so ein bisschen. Aber ich frage trotzdem einfach immer alle durch. Es geht einfach am schnellsten, habe ich das Gefühl. I'm sure you will pull through this, because you're so strong, Professor. Hi, Löffelkreis. Best to stay calm during Hallo. Such tumultuous and upsetting times. We don't know the nature of our enemies. If we underestimate them, anything could happen. Aber wir müssen sie besiegen. I agree they must be defeated, but I also feel we must approach this with prudence. Na gut. What? 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 Hey! What? Ach, dass sie überhaupt What? Keine persönliche Beziehung What? Mehr zu ihm hatte, sondern What? Ihm nachgeeifert hat. What? Aber die What? Redet schon so, als würde What? Sie persönlich mit ihm Zeit What? Verbracht haben. Sie sagt What? Ja auch, sie ist die Beste von all seinen Schülerinnen und sowas in der Art. I've sung lyrics lamenting death many times on stage, but when something like this happens in real life, I'm lost. I don't know what to say, but I do know this much. Sir Gerald must have been very proud to have you as his child. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. How did you know I look? How did I know? Ich gehe einfach bei jedem alles durch, was ich habe. So weiß ich das. Ah, schau, ihr gehört gleich zwei Sachen. So, jetzt gehe ich erstmal schnell da lang. Und dann grasen wir noch die andere Seite ab. Professor, I brought some flowers for Gerald. Was ist denn am Freitag? Du hast ja dein Zimmer verlassen. What's that supposed to mean? I come out for lectures and assignments, don't I? Anyway, I'll go lay them out. Danke, das ist sehr nett von dir, Bernadette. Sie hat extra ihr Zimmer verlassen, damit sie Blumen aufs Grab von Gerald bringt. Sehr nett. Steht da auch was Neues jetzt an dem Grab von unserer Mutter? Gerald Eisner. Ja, ja. Ja, ja. Man weiß aber auch nicht genau. Also wer unsere Mutter war, weiß man nicht. Die war super jung. Die war erst 20. Das habe ich mir noch nie so genau angeguckt. 1,
Und 21 Jahre sind seitdem vergangen. Okay. Dann müssten wir etwa so alt sein. 21. So, wer ist hier noch? I slipped quietly into the vault and rummaged about, looking for anything we might find useful. There is a group of people who want to kill us, after all. What? This is no time for asking permission. I learned long ago that one can ask permission or forgiveness. It is rarely useful to request the former. Still, it appears the knights have already taken everything useful. There were crest-related objects I thought might be worth studying, so... There you go again with that stern look. Of course I'll put them back when I'm done, assuming they bear no additional use. Ah, Link's Awakening Remake. Ah, okay, cool. Hallo, Ramsi. Die Kifferzeichen. Also bei Mad Max. Wie heißen die wirklich? Gaffer oder so ähnlich. Ganz komisch auf jeden Fall. That's not. So. Sind wir quasi schon fast halb durch oder so. Naja. Griffer. Heißt der Charakter, bei dem er hochlevelt, eigentlich Griffer? Wahrscheinlich, oder? Guck mal, das finde ich auch ganz komisch. Hier oben kommt man nie hin. Hier muss man nie hingehen. Kein einziges Mal im ganzen Spielverlauf. Und da steht irgendwie ein total aufwendig modelliertes Gebäude mit bunten Gläsern, die man sonst nirgends sieht. Und scheinbar ist das die Sauna. Aber da kommt man nie hin. Und ich frage mich, weil anscheinend, es war ja quasi so, das ist eine lange Geschichte, aber man munkelt, dass ja in den älteren Fire Emblem-Teilen gab es eigentlich immer irgendwelche Sachen, wo Nintendo of America gesagt hat, so, ne, das bringen wir so nicht in den Westen, und dann wurde das Spiel zensiert. Und das hat die Fans furchtbar aufgeregt. Zu Recht, finde ich auch. Viele haben gesagt, nein, das ist ja nicht zensieren, das ist nur lokalisieren, aber wenn man Sachen aus dem Spiel rausschneidet, weil man sagt, das ist zu offensiv oder irgendwie sowas, dann ist das zensieren und nicht mehr lokalisieren. Da würde ich schon die Grenze ziehen. Aber auf jeden Fall ist jetzt das hier ein sehr zahmes Fire Emblem, was Nacktheit und sexuelle Inhalte und sowas angeht. Und da gab es wohl im Vorfeld zwischen Nintendo Japan und Nintendo USA immer schon während der Entwicklung Gespräche. Und die haben immer wieder gesagt, ja okay, das machen wir und das machen wir nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Sauna ursprünglich geplantermaßen eine größere Rolle gespielt hätte. Das wird perfekt zu so einem Japano-RPG passen. Aber Nintendo USA hat von vornherein gesagt, nee, komm bitte. Der streicht die komplette Sauna. Und dann steht halt das Gebäude da oben noch. Ist meine Theorie, ich weiß nicht, ob das stimmt. Also das, dass es wohl im Vorfeld da schon drauf geachtet wurde, dass das für den westlichen Markt geeignet ist, das Spiel, das weiß man. Aber das mit der Sauna ist nur meine Theorie. Aber es wirkt so auf mich. I'm so sorry about what happened to Gerald. No, of course my sorrow is nothing compared to yours. The knights are even now searching for our enemy's whereabouts. They are to report back the moment they find something. If you desire revenge, Professor, you can count me in. Bei Fire Emblem hatte er gern mal irgendwelche Bikini-Posen und sowas, gerade von den weiblichen Protagonistinnen. I'm not even close to being strong enough. I mean, Gerald was so much stronger than me, but even he, that's enough. I can't dwell on the past. There's no way to know what my future holds, but I do know one thing. Whatever happens, I have to make my own way in this world. I have to keep pushing so I can grow even stronger. What's that? Kaspar und Raphael müssten eigentlich die aller super besten Freunde ever sein. What's that? Im Grunde ist Kaspar eine kleine, hyperaktive Version von Raphael. You gotta keep yourself active during tough times, Professor. Even if it seems impossible. That's how I got through it when I lost my parents. If you need help with anything, just come and see me. Eating and training are my specialties. Übrigens lag es wohl daran, dass du dir zwischen dem fünften Teil und Fortsetzung, ja, das kann schon sein, dass da vor, bei den ersten paar Folgen schon irgendwas vorgekommen wäre mit Gaffer, Griffer, und ich wusste es einfach nicht mehr.
Das wäre nämlich quasi dran gewesen, als du die lange Pause gemacht hast. Ach so? Ja, aber ich habe seitdem nicht weitergespielt oder so. Also das hätte dann eigentlich auch weitergehen müssen. Aber, ja gut. Es kann schon sein, dass ich noch gesagt habe, da schauen wir hin in der nächsten Folge. Und die nächste Folge kam ja später und ich wusste nicht mal mehr, wie man Auto fährt. Das kann schon sein. Mittlerweile bin ich in der Steuerung ganz gut drin, zum Glück. Na gut, ich glaube, es gehört ihm nichts. Willst du trotzdem zu mir gehören? Nee, leider nicht. Schade. Wir haben schon wieder zwei Support-Dialoge, sehe ich gerade, mitten auf der Karte. Die sollte ich mal abernten, weil die könnten für gewisse Charaktere unsere Wahrscheinlichkeit erhöhen. Dorothea. Na gut. Die haben wir ja schon. Was ist denn los? Professor, oh, don't worry. It's nothing. Actually, could we talk for a bit? Somewhere a little more private. I'm just gonna come right out and say it. I find you a little difficult to be around. I know, I'm your student and you're just trying to watch out for me. But the way you look at me sometimes, it's like you're seeing right through me. Inwiefern durchschauen? Was meinst du damit? Don't worry. I know you don't mean anything bad by it. I'm just too self-conscious, I guess. The thing is, I don't have anything to call my own. No land, no birthright, no fortune. Little knowledge or battle skill. I think that's why I always clung to my popularity as a diva. Even after leaving the stage behind, I sort of kept up the act. When I look at you, it's like your eyes are accusing me. Telling me that you see right through it. That's what I mean when I say it's difficult being around you. Hey, this might be nuts, but maybe you could show me some kind of weakness of yours? Warum? You know my biggest fear. If I know one of yours, maybe I'll feel less, I don't know, vulnerable. Naja, wenn's dir hilft. Excellent. Well then, don't mind me. You know, Professor, I never hear any gossip about you. Of a romantic nature, I mean. Would I be right in assuming you're not very experienced with romance? Maybe we should find out somehow. Professor? What's with you? Why aren't you reacting to anything I'm doing? Oh, come on. Is your heart even beating? You're making me lose my confidence. Mein Herz schlägt wirklich nicht. Es stimmt wirklich. Don't be so silly. Huh? It really isn't beating? Is what I'd say if I were more gullible. You're just fooling around, Professor. I'm not sure how you did it, but that was a good one. Tja. Dein Herz schlägt schneller, kriegst du unsere Infusion. 5-Sterne-Injektion. Du leckst am Mikrofon. Hello. Der Tobi und das Bo waren echt gut, finde ich. Aber 5-Sterne Deluxe waren nicht mehr so gut. Das war ein Downgrade. Die waren, finde ich, früher cooler. Früher war viel cooler, Alter. Früher ist doch alles besser gewesen. Das glaube ich nicht wirklich. Aber in dem Fall denke ich schon. Bei der Tobi und das Bo und bei Fallout stimmt es auf jeden Fall, dass früher alles besser war. Professor, I'm so happy to see you. You're finally returning to your old self. To see the light in your eyes again is a gift. It inspires me to carry on as well. As you know, the Knights are searching furiously for any trace of the enemies who escaped. I'll inform you immediately if I learn anything relevant. Alas.
Ja, die wissenschaftliche Antwort drauf, warum früher wirklich alles cooler war, für einen selbst subjektiv, ist ja, liegt ja auf der Hand, ist ja logisch. Weil früher war man Kind und als Kind ist alles gut. Als Kind ist alles super und man erlebt so viele Sachen zum ersten Mal und alles hinterlässt riesen Eindrücke und dann wird man älter und abgebrühter und kennt schon alles und nichts kann einen mehr begeistern und dann ist alles schlecht. Aber natürlich nicht objektiv. Nur subjektiv. So, wen haben wir denn noch nicht im Team? Ich schaue einfach mal. Ich habe Ralf noch nicht aufgegeben. Aber Ralf kocht so überhaupt nicht gerne. Na, dann ist das doof. Dann halt Leonie von mir aus. Oder Hilda? Hilda. Hilda ist wenigstens auch echt gut. Hilda und Ralf sind eigentlich, abgesehen von Lysithia, natürlich die einzig brauchbaren in der gelben Hirschschule. Wenn es nur um Kampfgeschick geht. I'm a decent cook, but nothing to write home about. Don't set your expectations too high. Cooking can be kind of fun sometimes, though not something I'd want to do every day. Oh, definitely. Ja, morgen ist extra langer Extra-Stream. Diesmal sind es quasi, weil es der zweite des Monats ist, schon 4 Stunden am Stück. Professor, please lend us your ears. Ferdinand is saying impossible things. What? I do not see what is impossible about it. All I said was that if you want to go back to Brigid, you probably can. You are the Empire's guest, so to speak. They cannot afford for something bad to happen to you. There would be a diplomatic incident. Someone close to us has turned up dead. So one could argue that you are not safe here anymore. You were already told. I am learning here, from the Academy. What are you thinking, Professor? Um 8 geht's wieder los, wie immer. Du musst nicht gehen, wenn du nicht möchtest. I am not returning to home until I have grabbed my goal. I will not be listening to the words of Ferdinand. No, look, I did not mean to pressure you. Apologies for the misunderstanding. This is Ferdinand. Professor. Ja, ja, ist schon okay. Ich will nur schauen, ob irgendwas davon Ferdinand gehört. Ja, aber es ist echt voll blöd. Ich habe mindestens eins von diesen verlorenen Items. Ah ja, stimmt. Hilda kann ich ja gar nicht rekrutieren. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Aber mindestens eins von diesen Items gehört ganz sicher Hilda. Aber ich kann sie gar nicht geben. Weil ich könnte sie nicht geben. In meinem Playthrough. Hilda? Doch, Hilda. Stimmt schon. Voll gemein. I'm so glad you're okay, Professor. I was so worried. Oh, Professor, you must be starving. Mercy and I made some sweets for you. We were thinking that if you were to eat something sweet, it might help you feel better. Danke für euer Mitgefühl. Baking sweets is my specialty. I'm sure they'll do the trick. Did you? Okay, nee, schade. Oh, I'm already having I'm so glad you're okay. So, dann reden wir mit ihr auch nochmal mit der Annette. Verdammt, jetzt habe ich vergessen. I'm so glad. Muss ich nochmal mit denen reden? Nein, das wollte ich nicht. Was habe ich getan? Oh Gott, zum Glück will die nicht zum Tee kommen. Moment, ich war gar nicht, war schon in der Arena und habe gar nicht beim Kampfturnier diesen Monat mitgenommen. Macht, ne? Das machen wir schon. Ich weiß nicht mehr genau, um was es geht. Da schauen wir mal nach. Spielst du dann auch wieder Dallas in Hogwarts? Warum denn Dallas? Ach so, weil es so eine Seifenoper ist. Ich verstehe. Ich glaube schon. Ich denke schon. Ich habe drüber nachgedacht. Denke immer noch drüber nach. Aber es wäre einfach cool, wenn wir weiterkommen und durchkommen. The other night, I had the honor of sharing a drink with Gerald. It was pretty tactless, honestly. He could be blunt at times, but
He always looked like such a proud, happy father whenever he spoke of you. So. Ich denke schon, damit, weil so ein 4-Stunden-Stream wäre schon cool, da würde man einiges vorantreiben. Right. Und jetzt, Ende des Monats, kommt quasi nochmal ein großer Twist. Und dann wird es echt spannend, finde ich. Also für mich auch, weil ich habe schon mal durchgespielt und im Stream werde ich einen vollkommen anderen Weg gehen, als der normale Weg, den man als normaler Spieler so geht. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und vor allem, und nicht vor allem, aber zusätzlich ist dieser Weg auch der kürzeste von allen möglichen Wegen, was dem Stream zugute kommt, der insgesamten Streamzeit. So, Ingrid. That's the third time this month. Well, that's that. Father never relents. Oh, Professor! Hello! Did you need something? Hast du gerade was versteckt? Well, that is... I was just tossing out something I have no need of. It's important to keep our spaces clean, after all. You'd do well to remember that too, Professor. A clean space makes for a clean mind. Or some such. Getting rid of things you have no need for is the first step to managing one's belongings in an economical way. Du bist also eine sehr sparsame junge Frau. Does that surprise you? Perhaps it seems ill-befitting someone of noble birth to care about such things. Despite my family's nobility, we have never been particularly wealthy. So my father raised me to be conservative with my resources, paring down when necessary. He also encouraged me to keep my living spaces immaculate. So the two go hand in hand, I suppose. Er scheint ein guter Vater zu sein. Yes, he's a good person. Even when managing our territory used up most of our family's resources, he still went out of his way to ensure my comfort. Ach, übrigens, was hast du eigentlich gerade weggeworfen? Oh, just a scrap of paper. It was already written on, so no good for note-taking. And obviously, I can't use it to clean my lance. So I tossed it. No need to hang on to inconsequential things, you know. Professor, did you come to check on me for any particular reason? Na, da war so ein Zeichen auf der Map mit einer Sprechblase. Deswegen bin ich hier. Ich wollte mich nur ein bisschen unterhalten. Oh, well, if there's nothing important, I'll be on my way then. I still have some cleaning to take care of, after all. Talk to you later, Professor. Was verheimlicht Ingrid? Wir werden es wohl nicht mehr erfahren. Ich glaube nicht, dass wir sie noch rekrutieren können. There is no one here who has not heard tales of Geralt's valor. We have suffered a most dear loss. I do not know what the enemy's aim was, but I do know this. After what they have done, we cannot suffer them to live. If there is anything I can do to ensure that justice is brought swiftly, you need only give the word. Kein Problem. Das kriegen wir schon geregelt, Lawrence. Oh. Ja, wir sind wieder eins von den Dingern losgeworden. Gott sei Dank. Die Liste wird immer länger statt kürzer, habe ich das Gefühl. Ich muss aufhören, alles zu looten, was da rumliegt, aber das kann ich nicht. Das ist gegen meine Natur. Wenn ich so ein blaues Funkeln sehe, dann muss ich es einfach aufheben, auch wenn ich es bereue. Professor, it seems like you're holding up okay, but I'm worried about Leonie. She really loved Geralt. I hope she can bounce back. Bestimmt. Leonie ist krass, Alter. Professor, nein, ich wollte nicht nochmal mit dir reden. Ich wollte mit Marianne reden. I'll say a prayer for Geralt's soul. There's not much else I can do. Ich wette mit euch, dass ihr den Plot-Twist am Schluss, die Aufklärung am Schluss, was hinter der ganzen Mythologie und so steckt, nie erraten werdet. Das ist wirklich crazy. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir so weit kommen. Oh, Professor, excuse me. Das nimmt wirklich eine extreme Wendung plötzlich dann.
Ist hier noch irgendwo... Irgendwo muss hier noch jemand sein. Ah, da hinten steht Cloud. I haven't lost a parent yet, so I can't even begin to understand how you must be feeling. But even while you're standing still, the world keeps on moving. I always find that oddly comforting. Was eigentlich mit Marianne ist, das weiß man nicht so genau, aber in ihrer persönlichen Quest, ich werde die jetzt mal spoilen, also wer es nicht wissen will, mal kurz 2 Minuten oder so weghören, wird im Grunde revealed, dass sie einen uralten Fluch hat aufgrund ihres Wappens und so eine Art Werwolfmonster wahrscheinlich ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, viele, die dieses Wappen tragen, leiden an so einer Art Werwolfmonsterfluch und dann gehen wir und bringen quasi den ursprünglichen Fluchinhaber um. Den ursprünglichen Wappenträger, den Riesenmonster, damit wir den Fluch brechen. Professor, do you think we'll still be able to graduate? If dangerous things keep happening around here, who even knows? I'm worried. I hope that all the students and professors will be there to celebrate at the graduation ceremony. Das erklärt, das stimmt, das würde erklären, warum sie immer so Augenringe hat, wenn er nachts irgendwie als Monster in den Wäldern unterwegs ist. Dark expressions don't suit you, Professor. But I'm glad to see you out in the world again. It seems this month will be a quiet one around here. There aren't many knights around to liven things up. Most of the knights are gone, seeking out the enemy. Isn't that a bit much? I agree it's important, but is it a good idea to neglect the safety of the monastery? What do you think, Professor? Was ich denke. Du machst dir einfach zu viele Sorgen. Hopefully the knights finish their business and hurry back. I wouldn't mind having a few extra lances around. Okay, leider nichts dabei. Das gibt's ja nicht. Wem gehört der ganze Scheiß? What's up, Professor? Hey. It seems this Felix, was sagst du dazu? Willst du das nicht alles haben hier? Den Krempel. So eine Puppe ohne Nase kann doch jeder brauchen, oder? Hey, wir sollten echt, ich werde jetzt in den Kummerkasten Zettel einwerfen, dass wir echt eine Fundgrube hier gründen müssten, mal im Kloster. Kann ja nicht sein, dass ich irgendwie den Großteil meiner Dozentenzeit damit verbringe, dass ich den Studenten hier Zeug hinterher trage. Was ist denn da eigentlich los? Maybe. When I heard that Monica was with the enemy, I was surprised by how unsurprised I was. Something was just off about her. It's hard to explain. That said, whenever she had free time, she was always hanging around with Edelgard. I wonder if Edelgard is also... Oh, I'm sorry. Now I'm just being paranoid. Please ignore me. Aber verdächtig ist das schon. Dass die so close mit Edelgard waren, plötzlich bringt sie Geralt um. Und die seltsamen Fragen, die Edelgard stellt. Seitdem und davor. Und dass Edelgard und wie heißt der Hubert immer so komisch verstohlen miteinander reden. Well. Guck mal, Kasten! 3 Zettel. Mit dem habe ich echt kein Glück zur Zeit. Ich möchte besser kochen können, aber ich weiß gar nicht, wie ich das anstellen soll. Ich wünsche, jemand könnte mir dabei helfen. Koch mit Ash. Ash ist ein super Koch. Das weiß ich zufällig. Ja. Na also. Es gibt so viele Männer in der Welt wie Sterne am Himmel, aber man trifft so wenig, die der Zeit und der Mühe wert sind. Wie finde ich den passenden Partner? Geduldig gar nicht mehr. Die Kutsche ist abgefahren. Es gibt viele Menschen, die dich mögen. Da ist es wohl geduldig weiter warten. Ja, da kann man nichts anderes machen. Das findet sie bestimmt nicht gut. Ich weiß, aber es ist halt die Idee. Es ist halt die ehrliche Antwort. Wenn es kalt ist, kann man sich wenigstens immer dicker kleiden. Aber wenn es heiß ist, kann man irgendwie sich nicht weiter ausziehen. Wie übersteht man heiße Sommer? Ich weiß nicht. Wenn du das rausgefunden hast, sag mir Bescheid. Ich habe auch keine Ahnung. Versteck dich unter der Erde vor der Sonne. Konzentrier dich auf die Lektüre.
Du kannst Bad im Wasserloch abkühlen. Na gut, Wasserloch klingt nicht sehr... Aber gut, das nehmen wir. Baden ist immer gut im Sommer. Findet Edelgard nicht gut. Edelgard hätte sich, glaube ich, lieber in einem Erdloch verkrochen. Kann ich auch verstehen. Jetzt singen wir mal im Chor. Und zwar mit Annette. Die haben wir noch nicht. Und... Und Sylvain. Vielleicht kriegen wir die ja noch, wer weiß. Singing is so much fun. Everyone should enjoy themselves while they're doing it. It's hard to sneak out when the professor is watching. Unter der Erde macht tatsächlich Sinn. Ja, ich weiß. So Keller, Kellergewölbe und sowas. Oder auch einfach nur Keller sind ja im Sommer oft super kühl. Not just Tomas, but Monica too. We can't be sure who to trust anymore, can we? Who are these people really? What do they want? Ich weiß nicht, aber hier nimm mal irgendwas von dem ganzen Zeugs da bitte. Ich weiß nicht, wem das alles gehört, ey. Das gibt mir so auf die Nerven. Cool, wir sind hier fast fertig. Einen Dialog haben wir noch. Hey, oh Goddess, ich bin nicht die Goddess. Ach so, aber die wohnt in meinem Kopf, stimmt. Deswegen betet der mich an. Der weiß es. Receive them into a twinkling star. That's a morning scripture from the Church of Saros. Lady Rhea taught it to me. I pray that Geralt is happy in the next world. Loot. I don't know who. I don't know who. This is so albern. Okay. Miau. Na gut. Okay, dann sind wir hier jetzt erstmal fertig. Ich wollte noch dringend beim Kampfturnier teilnehmen. Das habe ich ganz vergessen vorher, als wir da waren. Und dann müssen wir noch in die obere Etage. Was steht denn heute auf dem Programm? Bogenkämpfer. Die Bernadetta wird da wahrscheinlich ganz schön aufräumen, schätze ich mal. Yeah, und wie? Die Pfeile werden nach dem Abschießen so riesig. Man sieht es zwar nur kurz, aber wenn man darauf achtet, werden die so gigantische Projektile plötzlich. Aber eben, das hat sich so gelesen, als sollte sie sich wirklich unter der Erde verbuddeln. Und ich weiß auch nicht, ob Edelgard davon so begeistert gewesen wäre, sie sich in ein Erdloch graben soll. So, jetzt kriegt sie noch eine Heilung, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt schon ein härterer Gegner, der Felix. Aber den wird sie schon schaffen. Also, den schafft sie auch. Done yet? Claude ist irgendwie schlechter als Felix gerade. Ich weiß nicht, warum der... Naja, macht dir nichts. Es muss ja... Ist ja eh ganz klar. Es muss ja nicht unbedingt der Beste ins Finale kommen, wenn die zwei Besten schon im Halbfinale aufeinandertreffen. Oder schon vorher. Oberstufensiegel, sehr gut. Und wir sind nah am Dozentenrang A. Das ist cool. Der höchste mögliche Dozentenrang ist A+. Ab dann kann man die sehr coolen Waffen erst herstellen.
So, jetzt haben wir da unten nochmal einen Unterstützungsdialog. Den müssen wir jetzt auch noch abgraben. Was hat er denn? Ich bin mir wirklich immer noch nicht sicher, ob die Charakterentwicklung, inwieweit die zufällig ist. Weil die haben ja schon nur so prozentuale Wachstumswerte, wenn man in den Wikis nachguckt. Aber bedeutet das, dass jemand, wenn man Pech hat, sich richtig schlecht entwickeln kann und bei einem anderen wird er richtig gut? Weil ich meine, so ein Potenzial heißt ja nichts. Auch jemand, der ein schlechtes Potenzial irgendwo hat, könnte ja theoretisch bei irgendeinem Playthrough unglaublich gut werden. Es ist nur so eine Tendenz. Oder ist es schon irgendwie vorgegeben? Ich weiß es nicht. Ja, ich arbeite immer noch, eigentlich. My goodness, it's so late in the evening. That must be exhausting. Try not to overtax yourself, all right? I'm concerned for your health. We wouldn't want you to wear yourself out. The goddess won't smite you if you rely on others for help, you know. Dennoch. Listen here, Professor. You might not like what I'm about to say. To be perfectly honest, I had my doubts when I first met you. Warum das? At first, I thought you seemed too young to be a professor. It is unusual, you have to admit. Yet, you seemed very composed and mature despite your age. You're strong-willed, encouraging, and you go to great lengths to ensure that everyone is cared for. But it almost feels like you're trying too hard to be a perfect role model for your students. Mercedes ist wirklich langweilig. Ja, genau. Es ist ja quasi so, dass zum Beispiel Lorenz ist so ein kompletter Durchschnittscharakter. Der ist ziemlich besonders, weil der in allem ungefähr eine 50-prozentige Aufstiegswahrscheinlichkeit hat. Aber es hängt natürlich von der Klasse ab, wo er überhaupt aufsteigen kann im Grunde. Je nachdem, welche Fähigkeiten diese Klasse benutzt. Aber ist es von da an wirklich komplett zufällig? Weil dann könnten sich ja Charaktere in verschiedenen Playthroughs teilweise stark unterscheiden, selbst wenn sie immer die gleiche Klasse hatten. Weil nur wer der immer mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit Stats kriegt pro Level-Up, bedeutet es ja nicht, dass der... Also der könnte ja in einem Playthrough nie irgendwas kriegen, dann, wenn es so ist, theoretisch. Tja, das weiß wohl niemand so genau. So hart arbeite ich da gar nicht dran, Mercedes. That's how you feel, then I can't disagree. But I think it's necessary to give yourself a break every now and again. The mind has a tendency to make mistakes when you've exhausted yourself. In my case, I still seem to make mistakes even when I'm wide awake. Was denn für Fehler? Oh, you know. I'm always mixing up the dates for drills or misplacing things. Just the other day, I forgot to put on my uniform and headed out to practice wearing only my... Oh, well, you can imagine how embarrassed I was. My mind can be so scattered sometimes. Anyway, where was I? Ah, that's right. What I'm trying to say is that you shouldn't push yourself too hard. If you do, you might end up in a pretty bad place. That reminds me, is there anything I can do to assist you, Professor? If it's all right with you, I'd like to help in any way I can. Danke, ich weiß das zu schätzen. Whatever you need, just say the word. I look forward to helping you out. Okay. And now go away. Und auf einmal ist es wieder Vormittag oder so. So. Jetzt, hier haben wir noch Ignaz, dann gehen wir noch in den langen Gang, nur weil da irgendwo Ignaz steht. Ich hasse ihn dafür. Zum Glück gibt's die Sprinttaste. I'm scared. I feel that I don't understand the world. How could something like that happen to Geralt? He was so strong. Halte durch, auch wenn du Angst hast. You're inspiring, Professor. I'll do my best.
Genau, das ist schon klar, Metatron. Aber die Frage ist, ist das wirklich bei jedem Level-Up immer komplett zufällig? Weil dann könnte es ja sein, dass einmal der gleiche Charakter als Bogenschütze so gut wie überhaupt keine Stats bei Geschicklichkeit bekommt und das nächste Mal, beim nächsten Playthrough, kriegt er voll viele, bei jedem Level-Up. Das ist ja anscheinend zufällig. Oder etwa nicht. Bei Stärke kriegt er dann als Bogenschütze natürlich sowieso gar nichts, auch wenn er da vielleicht auch ein gutes Potenzial hätte. Aber selbst bei den Skills, die für die Klasse wichtig sind, ist es ja nicht garantiert, dass man pro Level-Up immer die gleichen bekommt, scheinbar. Oder überhaupt welche. So, hier oben ist die Party heute. Ich weiß nicht warum, aber alle stehen da oben. Vielleicht werden wir da ein paar von den Items los. Fangen wir mal da an. Ah, wir finden immer mehr und werden nichts davon los. Now Monica, I do have a theory, though I admit it is nothing more than speculation. Both Tomas and Monica have each gone missing at one time or another. It was reported that when Monica returned from her disappearance, she began to act like a completely different person. As if, perhaps, the real Monica had been killed and replaced by an imposter. Thinking of it like that, it is possible that this Solon had been impersonating Tomas for some time. How they managed such a convincing change of appearance, though, I still do not understand. Danke, Captain Obvious, für diese Zusammenfassung. Wer hätte das gedacht? Ah ja, einmal nicht gespeichert und beim nächsten Mal war der Aufstieg ein anderer. Ja, genau eben. Das kann ja dann wirklich komplett variieren. Excuse me. Ich meine eben, das Potenzial ist unterschiedlich, weil eben die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in einem gewissen Bereich bei einem Level-Up Punkte kriegt, ist bei manchen höher und bei manchen niedriger. Das schon, aber theoretisch kann es ja dann eben sehr stark abweichen, Playthrough zu Playthrough. How are you holding up? I know how heavily grief weighs upon one's heart. I lost my mother some time ago. It was... Forgive me my moment of weakness. Even all these years later, I cannot recall that time without feeling the pain, as if it were brand new. Just know that I am praying for your mind and your heart to find peace. Genau, das ist mir nämlich auch erst, ich level das jetzt mal noch hoch, vielleicht können wir damit jemanden beeindrucken. Das ist mir nämlich auch erst beim zweiten Playthrough aufgefallen, dass die Charaktere wirklich eine positive und eine negative Zeile für ihre Level-Ups haben. Und wenn die wenig Werte kriegen, dann sagen die so, was, das kann doch irgendwie nicht stimmen. Und wenn die ein super Level-Up haben mit super viel Werten, dann sagen die so, yeah, ich bin gerade zum absoluten Overlord-Gottmeister geworden. Is something so hiding ungefähr. Just behind that book? That ring. I have seen it before. Ah, I know. Geralt showed that ring to you beside a grave. Do you recall? He said he wished for you to have that ring one day. That means it's yours. He also said that you should gift that ring to someone special. Aha, wir haben unseren E-Ring erhalten. I have something rather uncomfortable to discuss. It's about the weapon that killed Geralt. Will you listen? Ja, das möchte ich. It was a dagger, but I know enough to know it wasn't an ordinary dagger. It wasn't made of iron or steel because, well, because whatever it was, the wound it left wasn't normal. Who could make a blade like that, do you figure? Was ist denn im Final Fantasy Universum gleich nochmal ein Rotmagier? Weiß- und Schwarzmagier sind klar. Ist das so eine Art Kampfmagier oder so? No. Ich weiß es nicht mehr. No. 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 That. No. No. Wherever.
Drahtzaun. Aha, hier gehört also der ganze Scheiß. Zumindest zwei Sachen sind wir bei ihr losgeworden. Ah, warte mal, du kannst mich vielleicht auch unter... Nee. Aber Han... Ah, im Fliegen. Ey, ich versuch's. Jetzt pimpen wir noch schnell unsere Skills, so hoch es geht, damit wir noch so viel wie möglich vielleicht rekrutieren, bevor es zu spät ist. Very dear to you. I'm so... You have my sympathy. Manuela and I can take on some of your workload this month. We can't do all the teaching, but at least we can lighten the load for you. I've always seen strength in your eyes. I know you'll recover. You're a very strong person. Rotmagier ist im ersten Teil ein All-Arounder. Kann alles ein bisschen, aber... Ah, okay. Gut. Verlorene Items. Hey, das Brillenputztuch hat ihm gehört. Sehr gut. Wenn ich den DLC gekauft hätte für das Spiel, aber den kaufe ich, wenn dann erst Anfang nächsten Jahres, wenn wirklich neuer Story-Content kommt, dann könnten wir zum Beispiel unser Magister eine Brille aufsetzen. Yeah! Das ist so der Content, der bis jetzt für den DLC rausgekommen ist. Toll. Aber wie gesagt, es kommt nächstes Jahr neuer Story-Content, das finde ich dann schon wirklich cool. Aber, ja. Und es gibt wirklich hässliche Schuluniformen. Wirklich, die sehen richtig scheiße aus, finde ich. Für alle drei Schulen eigene Schuluniformen, dann sehen alle gleich aus von den Schülern. Und zwar richtig scheiße. Einfach nur so geschmacklose Polunder mit den Wappen drauf. You have lost your father. Now more than ever, do I understand how very lucky I am that you were able to save me. Professor, I deeply appreciate what you have done. Thank you. If there is anything at all I can do in return, please tell me, okay? Die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, für jeden Charakter eine eigene Schuluniform mit so ein paar individuellen Twerks zu machen, sondern haben eigentlich einfach alle so männlicher Standardkörper und weiblicher Standardkörper, so ein bisschen leicht gemorpht quasi. Das ist nicht sehr schön. Kein schöner DLC-Content bis jetzt. I've never been much for condolences. How about a little logic instead? The knights have spread out around Garrig Mach in search of Geralt's murderers. Thus, the monastery's fighting strength is, for the moment at least, depleted. Perhaps that was the enemy's real objective. We should be prepared for further confrontation. Bin ich immer bereit for further confrontation. So, wir haben noch einen Aktivitätspunkt. Ach so, wir haben da drüben aber auch noch Sprechblasen. Na gut, dann chucken wir noch schnell in den anderen Flügel. Hier. Really? Ja, really. In die Pipiliothek. Ja! Schrank B! Moment, Schrank B? Nee, genau, B plus. Immerhin. Ich dachte, ah, aber da habe ich mich vertan. Wir waren erst auf B. Monika von Ox. There is nothing suspicious in her past that would suggest this change of character. Her transformation must have something to do with her disappearance last year. Sadly, that is the extent of my knowledge. I wonder who kidnapped her and why. First Tomas and now Monika. I am so sorry. The failing was clearly our own. We didn't notice the enemy's invasion, and now Geralt. I apologize. There is nothing I can say to atone for our sins. Professor, please do not let your guard down even among the people of the monastery. There is no way to know where another enemy may be hiding. Aber wenn wir uns jetzt alle gegenseitig misstrauen, dann haben sie schon gewonnen. So, okay, gut. Dann haben wir das hier jetzt abgegrast, alles. Ein Aktivitätspunkt haben wir noch. Dann gehe ich noch mal schnell in die Kantine was essen. Und dann sind wir fertig für heute. Professor. So, was gibt's denn heute? Pfirsich. Sorbet. Mit
Pfirsichsorbet mit Annette und Marianne. Ooh, I love this stuff. Did you know that? I like this dish. It was my father's favorite. Kling, 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 kling. Gut. Das ist übrigens, die Glocke ist übrigens der Jingle aus dem ersten Fire Emblem. Oder grundsätzlich so eine immer wiederkehrende Fire Emblem-Musik, aber die schon im ersten die Grundmusik war. Das ist schön. Okay, beenden. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen, aber ich glaube, wir haben alles erledigt. Okay, Einzelunterricht. Ich glaube, diesmal haben wir ein paar Motivierte wenigstens, oder? Ein paar? Ja, dir. Bernadetta zum Beispiel. Die machen wir jetzt auf Bogen A+. Und der Weg von A+ auf S ist ewig. Da können wir gleich noch ein bisschen nachhelfen. Und Dorothea? Ja, die ist jetzt Tänzerin. Die ist jetzt eigentlich nur noch Magie im Grunde. Machen wir mal Vernunft ein bisschen höher. Lethithia. Schwertkampf ist ihre versteckte... Das ist aber ziemlich komisch, weil die ist wirklich auch... Ich glaube, auch ihre Wachstumsrate ist nicht sehr gut in Schwertkampf. Eigentlich würde ich sie viel lieber, und das mache ich jetzt auch, in Glaube unterrichten, damit sie später ein super... Wie heißt die Gruppe? Grimoire werden kann. Genau. Na also. Manuela. Meinetwegen. Machen wir Schwert noch schnell auf B. So. Nur so. Nicht, dass die das jemals benutzen würde, aber kann ja nicht schaden. Und das war's dann, glaube ich, leider. Genau, alle anderen, die keine volle Motivationsleiste haben, werden automatisch unterrichtet. Beziehungsweise sind nur zwei diesmal. Und das war's dann auch schon wieder. Professor, may I ask you something? Was ist los? Es gibt so viel zu tun und so wenig Zeit dafür. Schlaf ist Zeitverschwendung und mein Körper zwingt mich dazu. Selbst wenn mein Verstand sich dagegen wehrt, hast du einen Rat, wie ich die Müdigkeit vertreiben kann? Schlafe, wenn du müde bist. Das ist gut für dich. I see. Ah, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Professor. Ah, und Ash möchte von Axt und Bogen auf reinen Bogen ändern. Ist okay für mich. Ich sag da eigentlich nie nein. Die können bei mir machen, was die wollen. Our professor is certainly adventurous. But I wonder what the point was of putting us on the same team. What? You think teaming up with me is a bad idea? Yes. Results or no results, this is far from a great idea. I was hoping... It's a deep... Genau deswegen habe ich euch in eine Gruppe gesteckt. Not a total waste. As long as it makes me stronger. I understand more every... I still have much to learn. Okay. Dann ist heute Kampfwochenende, würde ich sagen. Oh, aber erstmal ist Tag der heiligen Seiros. Ich habe gerade versehentlich mein HDMI-Kabel rausgezogen. Moment. Na, okay. Jetzt sehe ich wieder was. Na dann. They won't notice if one person doesn't sing, will they? Me, 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 me. Something appears to be wrong with my throat. Ah, ein Mortal Servant. Ja, das stimmt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das stimmt. Das wäre was. Könnte man drüber nachdenken. Statt Grimoire, ein Mortal Servant aus ihr zu machen. Ria hat Geburtstag und ich kann sie nicht zum Tee einladen. Krass. Er kriegt nur Blumen.
So, heute haben wir Kämpfe. Wir haben eine Quest, eine einmalige Kampfding, die wir aber nicht machen werden, und eine Nebenstory von Ash und Catherine. Machen wir das mal. Catherine und die Ritter von Seiros ziehen los, um an der Kirche des Westens Vergeltung zu üben für deren Angriffe auf die Erzbischöfin. Ash will sie begleiten. Und alle anderen natürlich auch. Yay! There you are. I have a request for you. Ja, bitte. Um was geht's? It has to do with that plot to assassinate Lady Rhea. The bishop leading the Western Church was somehow involved. And speaking of the Western Church, there was also that incident in which one of the more extreme factions tried to occupy sacred land. Enough is enough. So now the Knights of Seiros have been tasked with putting the bishop down. I thought you and your students could come with us. Bei einer so wichtigen Mission? Because you wield the sword of the Creator. Eigentlich ist das irgendwie im Keller. Lady Rhea is going to personally execute the bishop. Das benutze ich nie. I have been appointed as her guard. I want your help protecting her. So, what do you say? Will you come? Excuse me. I'd like to come along. Ash, you were listening in? It's not up to you whether you can come along. Please, this is important to me. Your adoptive father, Lord Lanato, had connections to the Western Church. I understand that you want answers. But our objective is to punish, not to investigate. We can't let you jeopardize the mission. I won't get in the way. I promise. What do you say, Professor? Keep in mind, we would be bringing the whole class, not just Ash. Naja, ist ja eh ganz klar. Thank you so much. Okay, I guess it's fine. Get ready then. Get ready to rumble! Thank you. Rekrutierungsbeliebtheit. Ach, wirklich? Hannemann und Manuela Thank sind you. Diesen Monat am beliebtesten rekrutiert worden. Die habe ich doch schon lange. Aber anscheinend kann man die auch erst you. Zu spät kriegen. Thanks. Tja. So, ja. Die Bataillon bitte wieder auffrischen. Und jetzt schauen wir mal. Also, Catherine und Ash müssen teilnehmen. Dafür dürfen 11 mitkämpfen. Das ist schon mal gut. Na, hilft fast nichts irgendwie, oder? Genau, Hannemann soll auf jeden Fall mit Ilgard mitgehen. Ich hätte noch die Dialoge abarbeiten sollen, Mensch. Die Unterstützungsdialoge. Da gäbe es ein paar, die wir hätten abarbeiten können. Verdammt. Das hätte ich vorher machen sollen. Ist egal, kämpfen wir einfach. Das kostet zu viel Zeit hier noch. Alle Gegner werden besiegt oder Rhea wird für 10 Züge verteidigt. There she is. A sneaky little witch, trying to pass herself off as the goddess's envoy. Archbishop Rhea, I'll bring judgment upon you in the goddess's stead. They're using the fog as cover to ambush us. What a cheap ploy. It won't do any good to get annoyed, Catherine. That voice. We are up against a faction of bishops. They've shown themselves at least, so we won't have to go to the trouble of finding them. All right, you got a death wish? Come at me! You really want to fight against Thunder, Catherine? Die Thunder. Thunder, Please, Thunder, 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 Catherine! Enemies, but also to protect Lady Rhea. Warte mal kurz, ich habe gerade einen Dialog übersprungen. Bitte, Magister, Rhea darf nichts zustoßen. Wir müssen nicht nur auf Feinde achten, alle Feinde ausschalten, sondern dafür sorgen, dass der großen Rhea nichts passiert. Ist schon klar. So. Stay focused. Ich habe einen gefunden. Oh, ich habe Energietropfen, die ich noch gar nicht benutzt habe. I'll crush them all.
Ach ja, gehört Catherine noch gar nicht zu unserem Team offiziell? Ich glaube, wenn man Hildegard-Story spielt, kann man die gar nicht kriegen, wenn mich nicht alles täuscht. Fällt mir gerade ein. Ich war gerade verwundert, aber ich glaube, das stimmt schon. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Wen denn? Dass Lady Rhea hier wirklich eine Einheit ist, aber ich kann die nicht befehligen oder so. Nee. Ich nehme jetzt Edelgard und teleportiere die sonst irgendwo in den Nebel, weil die hält's aus. Und dann kann sie alle kaputt hauen, die da irgendwie Ärger machen. Irgendwie sind hier Steine im Weg, das ist doof. Oh, so weit kann der gar nicht teleportieren. Hier ist anscheinend eine Wand. Ah, da ist Wasser, sehe ich gerade. Dann schicken wir Edelgard da runter. Schnurr! Jetzt geht aber erstmal irgendwer anders scouten. Obwohl, ich weiß nicht. Wie weit kannst du gehen? Okay. I will prevail. Edelgard weitergehen. Ist ja egal. Dann geht Edelgard scouten. Da ist nichts. I will get the victory. Put me in there. Dass keiner den Magier angreifen kann, macht mich wahnsinnig. Der steht da ein Feld von all meinen Einheiten entfernt. Oh, wir haben noch einen gefunden. Ich weiß schon, was wir machen. Dorothea, Tanz. Ihr Kleid sieht so ein bisschen römisch aus, oder? Auch mit dem Schild. Das hat für mich sowas Römisches. No hesitation. Each battle a chance to grow. Impressive. I am Ferdinand von Eyre. Oh no. Hier gibt so viel Loot, dass ich die mal alle gar nicht wegbewege, sondern hier überlasse. Du holst dir mal die Erfahrungspunkte. Oh, kannst sogar noch auf den schießen. Warum nicht? Auch wenn es nur 48%ige Trefferwahrscheinlichkeit ist. Kann man es ja mal versuchen. Aber so ein Mönch, der weicht zu einem Pfeil schon mal aus im Nebel. Die sind sehr krass. Magier sind gegen so Nahkämpfer schon echt mächtig. Oh, da kommt gleich noch einer, das wird gefährlich. Das überlebt er gerade noch, aber wenn da noch einer irgendwo im Nebel sitzt, dann sieht es nicht mehr gut aus für Kaspar. Edelgard kriegt ein paar Ritter, das ist gut. Mit dem ist fertig. Okay, alles gut. Dann hau doch mal die Pferdchen kaputt, bitte, Petra, wenn's geht. Oh, die Trefferwahrscheinlichkeit, da wird mir schwindelig. Na, das dürfte hinhauen. Ja, haut definitiv hin. My heart is full of victory. I'll be fine. So, was machen wir jetzt hier? Ah, das ist hier praktisch. Dann ist der schon mal weg. Should I have held back? I owe you one. Und Ash und Kasper machen den da fertig. Das schaffen die, glaube ich, schon. Die habe ich am Anfang immer verwechselt, die beiden. Die sind ein gutes Team, deswegen. Aus irgendeinem Grund. 2x16. Warte mal, lieber auf einen Schlag. Genau, das ist besser. Dann kann er nicht zurückhauen. You see that? Pretty. Eine Fackel, die hilft eigentlich, um den Nebel zu vertreiben, die Fackel, aber ich benutze so Scheiß nicht. Wow! Ferdinand ist auf eine Ritterader gestoßen. Wir werden gleich mal wegzaubern, ein bisschen. Und Bernadetta kann auch noch einen sich schnappen.
perfect. Anywhere I can hide. So, Hilda, habt ihr hier ihre eigenen Ritter? Your defeat was inevitable. Naja, gehen wir mit ihr mal lieber da lang. Nur für den Fall. Aha! Na also. Na also. Auch die Sandalen, das ist schon alles sehr römisch. So wie man sich römisch vorstellt. Wanda, 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 Catherine! Was? Die haut daneben mit deinem heiligen Superschwert? Ich bin enttäuscht von dir. Bald hin oder her. Eine Catherine sollte mit ihrem heiligen Superschwert nicht daneben hauen. Ah, dunkle Spießchen hat sie gelernt. You worked hard for nothing. Das Outfit wurde schon genau für Hubert gemacht, oder? Got him. Can't hold me back. Oh, komm schon. Ah ja, so wird's gehen, wenn sie trifft. Wenn sie trifft. Immerhin. Ah, come on. Der hat aber auch einen Ausweichwert, der Kerl. Das ist schon irre. Na also, ich dachte schon, wir kriegen ihn nicht mehr. Each battle a chance to grow. There's still a long way to go. So, jetzt könnte ich zum Beispiel mit ihr ihn einfach wegzaubern und das wäre okay. Aber wenn ich jetzt mit ihr tanze und ihn dann mit ihm umbringe, dann kriegen wir insgesamt viel mehr Erfahrungspunkte für genau die gleiche Aktion. Deswegen ist das Tanzen so mächtig. Weil sie quasi allein durchs Tanzen hochlevelt und alle anderen können doppelt hochleveln. Das ist einfach crazy. Crazy. Dadurch, dass die überall im Nebel sein können, müssen wir wirklich alle gut geheilt halten. Ich schätze mal, dass da unten noch irgendwo welche rauskommen werden. Und Büsche sind auf jeden Fall unser Freund. Geh mal scouten. Oh, interessant. Da scheint noch was oder wer zu sein. Anscheinend hat sich die Zahl der Gegner erhöht. Sie müssen Verstärkung bekommen haben. Um die Verstärkung aufzuhalten, müssen die Gegner gesucht und besiegt werden, die Verstärkung rufen. Na dann. Ich bin quasi schon dabei. Dann geh du mal da hoch jetzt. Schau mal, ob da wer ist. Ja, da ist jemand. Aha, der sieht wichtig aus. Der hat sogar Beute. Also tanzen. Und kaputt hauen. Der Vizebischof. Sehr gut. Kann sein, wahrscheinlich steht in jedem Eck einer oder so. Naja, gut, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Da scheint keiner zu sein, aber sind wir mal nicht so voreilig. Warten wir mal ab. Und hier scheint auch keiner zu sein, aber dafür ist da oben scheinbar irgendwo jemand. Okay. Das sind zwar nicht die, die ich suche, aber da ist jemand auf jeden Fall.
Huh. I thank you. Mal 11, ey. Das ist schon echt viel Schaden, den die machen. Zum Glück einmal ausgewichen. Oh Mann, Ferdinand, wenn jetzt noch der Magier kommt, ist das nämlich echt gar nicht so gesund. Ah, ich hab's gewusst. Shit. Sonst noch was, auf das ich achten muss? Ah, Kasper, oh Gott, ey. Kasper hat auch nur noch ein HP. Wenn da noch einer ist. Ja, okay, Kasper darf auch nicht so vorrücken. Krass. Also, Kasper und Ferdinand. Kasper zog. Und Ferdinand zog. Okay, gut. Dann machen wir hier weiter nochmal. Dann bleibt Kasper mal im Gebüsch. Falls die beiden überhaupt angreifen können. Oh, da ist schon einer. I'll give it my all. Auf jeden Fall ist er im Gebüsch oder im Wald, besser gesagt. Sehr viel besser geschützt. Und Ferdinand darf auch nicht so vorbrechen. Aber hier ist nirgends Wald, wo wir uns verstecken könnten. Das ist echt doof. Oder warten wir, bis sie kommen? Wartet ihr mal da hinten, bis sie kommen. Edelgard ist zwar ein bisschen lahmarschig, aber Edelgard versucht als erste vorzulatschen. Oh no. Bernadetta, du sammelst noch die Übungsaxt ein. I'll crush them all. Und ihr traue ich es auch so zu, dass sie einiges überlebt. Petra dürfte zumindest mit dem Fliegenden klarkommen. Schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Oh nein, jetzt greifen sie hin an. Das habe ich befürchtet. Ah, Mist. Der zweite Pegasus ist auch. Das dürfte sein Ende sein. Ja. Ich hätte gehofft, dass er ausweichen kann, weil die hatten gerade mal eine 58% getroffene Chance. Aber nö. Jetzt schauen wir mal, wie es Kasper überhaupt geht im Wald. Ah, auch nicht gut. Die kommen so weit, ey. Voll irre. Shit. Ja, ja. Ist schon okay. Ich muss dir dein Level leider wieder nehmen. Ash. Ash kommt anscheinend mit dem Magier ganz gut klar. Ach, verdammt nochmal. Na gut, schauen wir nochmal. Wir haben ja noch 8 extra Leben. Mittlerweile. Man sammelt da so schnell so viel extra Leben an. Ja, doch, an. Aber braucht man auch. Also zumindest beim letzten Level habe ich dann tatsächlich sehr viel meiner Leben verbraucht beim letzten Kampf. Okay, Kasper, pass auf, stell dich hier oben hin. Da dürftest du einigermaßen sicher sein. Und Ash stellen wir sogar noch weiter weg. Hoffentlich passt das. Und Linhard, du bleibst auch ein bisschen weiter hinten. Acknowledged. Weil Fliegende, wenn es da CPU, wenn der CPU Fliegende in seinem Team hat, der Computer, sind die einfach leider so überpowered, dass es bescheuert ist. I will prevail. I am Ferdinand von Eyre. I'll crush them all. I will get the victory. So, jetzt schauen wir mal. Okay, das ist schon besser. Davon hält sie noch 2 Angriffe aus, wenn es sein muss. Das war auch sehr gut. Jetzt hoffe ich, dass es an der Kasper-Front genauso gut läuft. Moment mal, an der Kasper-Front ist gar nichts passiert. Okay, cool. Ja, das lief auf jeden Fall deutlich besser. Dann gibt es heute Abend Pegasus-Braten, so wie es aussieht.
Geht mal hier runter scouten, damit wir den Magier noch finden, der jetzt da sein Unwesen treibt irgendwo. Ha, wo ist er denn hin? Verschollen. Stay focused. That's my cue. Wir haben leider niemanden aufgedeckt. Schade, ich hätte gehofft, dass unser Magister jetzt hier ein paar verhauen kann. Da steht einer. Hau doch bitte mal kurz die Pegasus-Reiterin hier weg, weil die verwirrt mich sonst. Dankeschön. Okay. Ich kann sie alle anlocken anscheinend. Das ist perfekt. Das heißt, diese nächste Runde tot. Oh, da ist sogar noch einer. Holy shit, 4 Magier da unten. Das ist aber schon krass. Okay, jetzt nur noch 3, aber das ist schon krass. Moment, ist da dahinter noch einer? Habe ich das gerade richtig gedeutet? Ha. Schauen wir mal, wie viel Reichweite die haben. Ja, versuch's. Ja, hau ihn weg. Komm, perfekt. Right makes might, right? Oh shit. Oh shit. It seems that taking out the priest has stopped the reinforcements coming over here. We should be able to stop the reinforcements coming from the other side by taking care of the other priest. Da sind jetzt noch 2 Diebe gespawnt, die durchaus echt gefährlich sein können. Oh Gott, ob das was wird? Ich bezweifle es jetzt gerade, ehrlich gesagt. Weil die sind krass. Nee, keine Chance. Ich kann es jetzt schon vergessen, eigentlich. Ich kann das echt jetzt schon vergessen. Das ist echt ziemlich blöd jetzt. Ziemlich gemein auch. You have my support. It's time. Das ist echt ziemlich gemein. Should I have held back? Hier war doch vorher noch ein Magier. Was ist denn hier los? Ist der nie gespawnt jetzt oder so? Ah, da ist er plötzlich. Na also. So ziemlich das letzte Schattenfeld. One more success. They will not be able to. Good work, Lady Rhea. Let's round them up and cut them down. Ja, ich befürchte, dass die uns jetzt down cutten. Nee, das funktioniert nicht wegen diesem Kopierschutz, den die PS3 von Natur aus hat. Das ist alles sehr, sehr viel komplizierter, als man meinen würde. Puh, das ist zwar ein ordentlicher Schlag, aber da hat er sich auch mit der falschen angelegt, zum Glück. Ich hoffe, dass da nicht noch mehr sind. Ja, Kaspar. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache es jetzt ganz anders. Kaspar und Ash dürfen jetzt einfach nicht mehr mitgehen. Und dann dürfte das kein Problem mehr sein. Das ist echt lächerlich. Manchmal sind mehr Verbündete echt ein Nachteil in dem Spiel. Aber das war schon immer so bei Fire Emblem. Na gut, wenn man mit Permadeath spielt, das macht natürlich einen Unterschied. Also. Jetzt schauen wir mal. Stay focused. Allow me to demonstrate. You fought well. It seems. Passt schon. So, wie mache ich das jetzt am besten?
wäre natürlich cool, wenn ich Dorothea jetzt nochmal hier... Dorothea dürfte auch die Angriffe der Magier überstehen. Dann müsste er sich nur um die Diebe kümmern. Das stimmt, das wird funktionieren. Ich hoffe, ich treffe jetzt den hinteren Dieb, auch wenn ich ihn gar nicht aufgedeckt habe. Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Ja, funktioniert. Perfekt. So, die beiden Magier greifen sogar lieber ihn an als Dorothea. Kann ich verstehen. Und wenn ich mit ihm jetzt hier den abstaube, darf ich das? Das könnte funktionieren. Das schafft er. Das schaffst du. Kaspar, das schaffst du. Was? Er hat's nicht geschafft. Kaspar ist so ein Vollidiot. Verdammt, und der schafft den auch nicht. Egal. Das wird jetzt schon hinhauen. Hoffe ich. I will get the victory. So. I am Ferdinand von Eyre. Machen wir den jetzt noch kaputt, schnell. You are nothing. They will not be. Good work. Jetzt muss ich da unten ein bisschen aufpassen, weil da ist anscheinend irgendwo noch einer und da ist er auch schon. Der Arsch. So, so können sie ihn sogar besiegen. Und dann haben wir ein Problem weniger. Apostates, you sully the name of the goddess. You are the apostates. The goddess is with me. Battle. Not a... As you wish. I'll crush them all. Na gut, dann hoffen wir, dass das jetzt hinhaut da unten an der Kasperfront. No one makes it past me. Sehr gut. Das ist nett. Sehr gut. Okay, Gott sei Dank. Nee, die kann man nicht über HDMI anschließen. Das ist ja eben das. Über HDMI hat die PS3 einen Kopierschutz, standardmäßig. Den kann man auch nicht ausmachen oder so. Den hat auch die PS4. Aber bei der PS4 kann man den in den Optionen ausschalten. Das geht auf der PS3 aber nicht. Da ist der immer an. Deswegen ist da ein extra Kabel, ein extra... also bei der Capture Card, die ich benutze, ist da ein extra Komponentenkabel mit dabei, das diesen Kopierschutz umgeht. Über HDMI ist das unmöglich. Also von der PS3 über HDMI aufnehmen, wäre mir nicht bekannt, wie das funktionieren könnte oder würde. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Our power is yours. Me, I got a strategy. Ach, Kaspar, du bist wirklich ein bisschen gerade, also wow. Kaspar, wow. Bist du gerade nutzlos. Das ist schon ein bisschen krass. Der hat die letzten paar Runden echt so gar nichts irgendwie auf die Reihe gekriegt. Und ist die ganze Zeit nur gestorben. Each battle a chance to grow. Goddess, have mercy. Forgive them their sins and save their souls. It would have been better if we'd captured the bishop, but they didn't make it easy for us. What now, Lady Rhea? We must go to the headquarters of the Western Church. Perhaps there is still someone there who knows what has transpired. Let us help too. It may not be much, but we'll do whatever we can. I am sure you will be a great help. I am glad to have you by my side. HDCPD oder so ähnlich heißt das, was die PS3 und die PS4 da haben. Ich dachte immer, das hätte vielleicht mit sowas wie Netflix oder YouTube-Apps zu tun, dass die sagen so, nö, das ist uns zu gefährlich, da kann man alles abfilmen, dann von der Konsole so einfach. Aber da das auf den Nintendo-Konsolen eigentlich nie ein Problem war, weiß ich es nicht. Ist wahrscheinlich eher eine Sony-interne Entscheidung. Thanks, Professor. I really appreciated your help with the investigation. That's it for today. Head back to Garrick Mach.
The church will have to choose a new bishop and do whatever else is necessary to rebuild the Western Church. Lady Rhea is grateful to all of you. She said she would send along a reward. You should feel very proud. Receiving a gift directly from Lady Rhea is exceedingly rare. Still, that was a real mess, huh? For them to come out and charge us so boldly. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. As am I. We kept Lady Rhea safe, thanks to you. Hey, where did Ash go? I haven't seen him for a while. Ich habe keine Ahnung. Could he still be back there? I'm glad he's so dedicated to his work, but... There you are, Ash. We were just talking about... Why the brooding expression? Hey, what's that bundle of papers in your hand? This was given to me. It has to do with my family. Wie ausgehändigt. I haven't finished reading it all yet. But I think it might offer some clues about something I need to know. Professor, Catherine, thank you for letting me come with you on this mission. I'd better get ready to go. It's a little painful to watch. I do hope that those papers, whatever they are, will help him get over his past. I suppose it's time for us to start heading back to the monastery. Okay, dann machen wir noch die Quest hier. Die besten der besten Trainingskampf gegen irgendeine andere Einheit. Bringen wir noch schnell hinter uns. My thank you so much. Entsendet insgesamt. Ach, bei dieser komischen Online-Austauschschulen-Ding. Ob ich da Leute von meinem anderen Safe-Game, die ich entsendet habe, rekrutieren könnte? Ich glaube, wahrscheinlich nicht. Das wäre komisch. I am great. I am great. So. Ich glaube, ich lasse es jetzt mal so. Lysithia wird trainiert, weil sie mit Magister mitgeht. Ash, falls Truhen irgendwo sind. Wobei, ich könnte mir im Vorfeld natürlich auch immer die Karte ansehen und schauen, ob irgendwo Truhen sind. Hier ist nur eine geöffnete Truhe. Bei Ash brauche ich wirklich nur als Profi-Dieb. Für alles andere eigentlich nicht unbedingt. Dann nehme ich lieber Lysithia mit. Aber Ash will ich trainieren, der kommt dann mit ihm mit. Und Hannemann und Edelgard bleiben so lange im Team, bis ich deren Story perfekt freigeschaltet habe, quasi. Stay focused. Schauen wir mal. Bist du schon krass, Lysithia? Die müssen wir mal befördern. Okay, die Soldaten kann sich schon ziemlich gut weghauen. Aber das geht nicht mehr. That's my cue. Aber leveln wir sie ruhig mal ein bisschen hoch. Sie hat noch nicht mal Bataillon. Stimmt, die 9 muss ich mal mit Bataillon versorgen. Mensch, was wird denn das hier? So, sie hat die auch problemlos weg. Das ist schon cool. I will get the victory. Petra ist sowieso krass. I will not be stopping. I never could have pulled that off. Oder weißt du was? Flieg aufs Dach hoch. Wobei, gegen Fernkämpfer bist du dann wieder nicht geschützt. Nee, okay, dann flieg lieber hier hin. Put me in there.
As you wish. You could have at least tried. I am Ferdinand von Eyre. Na, vielleicht kann schon sein, dass das bei der PS2 ja auch schon irgendwie sowas hatte. Dass Sony aus irgendeinem Grund nicht wollte, dass man Videokassetten aufnehmen kann oder so. Keine Ahnung, es ist irgendwie komisch, aber... Naja, kann ja sein. I will prevail. Battle. Back to the fray. Witness Frigid Pride. Flame Spirit, protect me. That was nothing. That was nothing. Okay. Das sieht eher aus wie ein Castlevania Endboss oder sowas. Der Mond. Only a fool challenges me. Schafft er das? Überlebt er das? Überlebst du das, Ferdinand? Ich pack dich jetzt hier. Okay. Ferdinand hat gesagt, er schafft das. Ihr habt alle gehört. In meinem Kopf habe ich es zumindest ganz genau gehört. Verdammt nochmal. Kaspar, jetzt mal ehrlich. Warum bist du denn... Was ist denn los mit dir? Kaspar war von Anfang an aber nicht so nutzlos. Der kriegt gar nichts mehr hin. Der trifft nichts. Der kriegt voll aufs Maul. Der kann überhaupt nichts mehr. Ich weiß wirklich nicht, was er hat. Vielleicht nur Pech gerade. Schauen wir mal, ob das so bleibt oder ob der wieder besser wird. Ob er sich noch erholt. Thanks. Ah, ich hätte angreifen können. Verdammt. Wisst ihr was? Ich will nicht zurück. Stay focused. Da spule ich zurück. Ich weiß zwar nicht, mit was ich hier angreifen kann. Das Donnerschwert kann so weit zaubern. Oder dann machen wir den kaputt. Was? Warum hat's denn mir dann an... Ah, weil das Donnerschwert zerbrochen ist. Deswegen hat er nur einmal angegriffen. Ich verstehe. Ja, natürlich ungünstig jetzt gerade. Ja, ich glaube, Ferdinand braucht die Heilung am dringendsten. Der kriegt in der nächsten Runde nämlich 5 Gegner. Wenn er im Konter die umbringt. In dem Fall wäre es fast besser, wenn er die nicht im Konter umbringen würde. Ich weiß nicht, ob ich Bernadetta so weit vorschicken soll. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, nur wenn sie den da sicher killen kann. Und ich kann sie ziemlich sicher zumindest. Ja, passt. Am I done yet? I will get the victory. Ja, das ist eine gute Idee. Teilen wir die Angriffe ein bisschen auf, damit nicht alle auf Ferdinand gehen. Dann hat jeder für sich eine einigermaßen hohe Überlebenschance. Perfekt. Es ist hier nur ein Übungskampf, fällt mir gerade auf. Das heißt, es würde sowieso keiner sterben. Aber trotzdem. Oh, so ein Fernkämpfer, so ein Bogenschütze ist natürlich gleich mal krass. Leave it to me. Sie hat noch nicht ihre Fähigkeit bekommen, dass sie über große Strecken zaubern kann. Das kommt erst. I am Ferdinand von Eyre. Luck is always on my side. Ah, sehr gut, warte mal. Oh, das noch schnell, was auch immer da liegt.
den Rosthandschuh. Put me in there. Irgendwann müssen wir mal einen Tag nehmen, in dem wir nur diese Handschuhe und sowas entschlüsseln. Kaspar, kannst du den jetzt töten, ohne dass du selber stirbst? Ja, so schafft das 100%. What a jump. Den müssen wir echt ein bisschen hochleveln. I just worked harder. Die Besten der Besten, von wegen. Ich habe schon gegen irgendwelche Banditen gekämpft, die stärker waren als die. My thank you so much. Thanks so much. Boah, wartet mal. Ich habe gerade voll die Exploit-Idee. Könnte man sich über dieses Online-Studentenaustauschprogramm eine Tänzerin anheuern? Und dann können die beiden Tänzerinnen sich die ganze Zeit gegenseitig betanzen und so kann man unendlich viel Erfahrungspunkte generieren. Also wenn man eine Tänzerin versenden kann, dann dürfte das funktionieren und dann ist es ziemlich irre. Tja. Es ist, glaube ich, niemand hat auch nur ansatzweise Motivation, oder? Nein, nicht so wirklich. Komm, machen wir automatisch. Ist ja wurscht. So. Passt schon. Professor. Ach so, ja, was ist los? Bogen, er trainiert momentan Bogen. Der hat doch erst, war das nicht erst letzte Woche, dass er gesagt hat, er möchte Bogenschütze werden und jetzt will er auf einmal Axt und Flugfähigkeit lernen. Ash will ein Wyvern-Ritter werden. Aber weißt du was? Leb deinen Traum, der ne wird wahr. What a splendid result. Is that so? My efforts were not in vain. I work to grow. Now I see the heart of it. Ragnarök. Cool. You've done me a great service. Cool. So, und was wir jetzt noch machen können, ist, dass wir uns noch ein paar Unterstützungsdialoge anhören. Machen wir mal. Hubert und Ferdinand geht noch nicht wahrscheinlich, genau. Aber Hubert und Dorothea erreichen den zweiten Rang. Na dann. Hey there, Hubie. I've been thinking about our conversation the other day, and I've just got to know, do you really love Adi? If it's one or the other, I suppose it would be closer to love than to hate. Why? I knew it! That's why you work so hard for Adi. Oh, Hubie, I finally get you. You're just another servant suffering from unrequited love for their mistress. You completely misunderstand. Unrequited love. Do I really look like the kind of drooling simpleton to have that kind of motivation? I'd like to say yes, but I know you just argue. Fine, Hubie, tell me your situation. My situation is simple. I am walking a path. Oh, do go on. Everyone has a path in life. Lady Edelgard has shown me mine. It is just beside her own. So we walk together side by side. We stride ever forward, yielding to nothing and to no one. So, you're sharing the same dream? Bluntly, yes. But it's more than just a shared dream. I have many feelings toward Lady Edelgard. Gratitude, respect, awe, empathy, trust, hope. Okay. I was teasing you, but I gotta say I'm just a little bit jealous of you and Adi. That you're able to embrace these feelings and stride forward along the same path. You're lucky, Hubie. I don't know if I'll ever get the chance to experience anything so utterly operatic.
Why not? Hallo? Ja, jetzt bin ich wieder zu hören. Mein Mikro war gerade aus. Sorry, ich hab gerade gesagt, dass das mit dem gegenseitig Hochleveln der Tänzer nur so eine Idee war. Das ist natürlich nur so ein witziger Exploit. Aber, also wenn es denn überhaupt geht. Es gab ja schon immer so Charaktere wie Tänzer und die waren eigentlich immer sehr, statt das Spiel sehr darauf geachtet, dass man immer nur einen auf dem Feld haben kann, damit man eben sowas nicht machen kann. Aber wenn man zwei Tänzer hätte, theoretisch, wäre das natürlich schon allein deswegen super mächtig, weil du kannst dann deinen super krassest, stärksten Charakter halt einfach mit den beiden Tänzern losschicken und dann darf halt der stärkste Charakter pro Runde dreimal angreifen, was natürlich extrem mächtig ist. Das ist im Grunde so, als würdest du deinen Hauptcharakter, deinen stärksten Charakter klonen zweimal durch die Tänzer. Deswegen wäre es schon allein sinnvoll. So, weiter im Text. Because I figure the best quality in a partner would be that they make me happy. And loving another is really about wanting to be loved. I'm pretty sure that's different from how things are with you and AD. So. Bernadetta und Dorothea. Dorothea schon wieder, na dann. Hello, Bern. Hallo, Bern. Oh no, what did I do this time? Did I offend you? Is this your revenge? No, not at all. I just want to talk. If you promise not to resort to violence, I'll do whatever you want. Bern, I've just been worried about you, that's all. When I said I was your friend, you ran away, saying something about your father. Remember? Vaguely? I know you've lived through some bad times. If you could tell me about it, maybe I could help? Oh, I don't know. Please. Your father's not here now. Whatever it is, you're safe to tell me. All right. My parents told me never to befriend a commoner. They said commoners are scum, and that they'd crush any that tried to come near me. Hang on, scum? They called me, I mean, commoners. They called us scum? Yeah, but once, a long time ago, I did secretly make friends with one, a boy. When my father found out about him, he disappeared the very next day. I heard he was found beaten half to death. I never saw him again. Since then, I've been terrified of making friends with anyone, commoners especially. I never knew that kind of thing really happened. You hear stories, sure, but... Oh, Bern, I'm so sorry. I'm proud to be your commoner friend. Dorothea! Hey now, relax. There's nothing to bawl about. If your dad tried to beat me up, I'd return the favor and then some. Return the favor? When I was in the opera, you better believe I had run-ins with the most wicked, terrible men. I survived kidnappings, attempted murders, all kinds of stuff. But you know what? I broke those guys' arms. Snap! It was a thank you for all the trouble they went through trying to hurt me. You're incredible, Dorothea! So, now that you know I can defend myself, can we be friends, Bern? All right. Yeah. Yeah. Wie beiläufig in dem Spiel manchmal total krasse Sachen erzählt werden. Bernadetta und Petra, die sind dann auch schon auf Maximalrang. Really? There's no way I can do this. Goddess, why couldn't I have stayed in today? Bernadetta, is this a trouble you are having? I heard that the duty to hunt is yours today. The duties all got assigned while I was holed up in my room. Do not be worrying. I can show you the way to hunt well. Oh, okay then. When you see a beast, you are thinking of it as an enemy. That is how prey thinks. You must think of the beasts as food. That is how the hunter thinks. So, it's not an enemy, it's food.
But, how is it food when it's still alive? You pick the vegetables from the field. Those have life too. It is the same. You take a blade in your hand and take the lives of the vegetables. You cut their stalks and harvest without mercy. They do not scream, but you are still their killer. Killer? Fruit ripens and falls to the ground. The seeds sprout, and a new life is born. That is life's cycle. It has cruelty, yes, but you must end life to eat. You must be killing to be living. Maybe, but I don't know if I want to be some kind of vegetable murderer. It is the same for rabbits, deer, pheasants. The only difference being that they cannot cry out. You must do what you must do to be living in this world. It is your task. A task? Yes, just a task. A completely mindless task. Feel it. There, in the grass. Prey is moving. Just like a vegetable in the wind. Give it an arrow, just like you would give a vegetable a blade. It is just your task. Right. That makes sense. It's just like cutting a stem. You are now a hunter. You have learned how to hunt. I am? I have? Oh, good! What a relief! You have understanding now, I can tell. Great! Leave it to me! I'll hunt down my prey just like their vegetables! I have belief in you. Aw, thanks, Petra! I can do this! Make way for Huntmaster Bernie! Have luck, Bernie. Das mit dem Gemüse war leider die doofste Analogie, die sie hätte wählen können. Wenn es wenigstens ein Salatkopf gewesen wäre oder eine Pflanze, die man wirklich isst und tötet. Aber Gemüse bildet die Pflanze aus, damit es von Wirbeltieren gegessen wird, damit die Samen zusammen mit Dünger verteilen überall. Das stört die Pflanze nicht. Die stirbt nicht, weil man deren Gemüse isst. Ganz im Gegenteil, das ist Fortpflanzung. Tja, Petra. Biologie nicht aufgepasst. Das vielleicht liegt an der Sprachbarriere wahrscheinlich. Petra und Ferdinand. Wahrscheinlich hat sie sowas wie Salatköpfe gemeint. Pflanzen, die man wirklich isst. Taking care of some weapon maintenance, Petra? You seem completely absorbed. Yes. Taking care of the weapons has great importance. I cannot argue with that. That weapon there, is it from Bridget? No, it is a weapon of Dagda. But the people of Bridget use... I mean, used them often. Fascinating. I have read about the weapons of Dagda, but this is my first time seeing one in person. Lots of weapons and fighting techniques came from Dagda to Bridget. Ah, so Dagda to the west had a big influence on the Bridget archipelago. I am fascinated by foreign fighting techniques. Would you consider teaching me sometime? I will. But it is difficult to explain fighting with words. We can try sparring, maybe? Yes, a practical demonstration. I would be quite grateful. Let's have our beginning, then. Perhaps we should stop there. Oh? Do you think you have understanding of the fighting techniques from Dagda? Yes. Now that I have experienced it firsthand. I used to look down on foreign fighting styles, but I was clearly remiss. The footwork, the nimble way you shift your weight is extraordinary. I will have to remember those moves for the next time I am in battle. Clearly, you have honed your skills through practice. Your fist felt as sharp as a spear. Bridget is stuck in between Dagda and Fodlan. It is of much importance to hone our fighting techniques. I am of the royal family, but I am a warrior before that. I must fight to live and to protect my home. When the alliances of Bridget and Dagda encroached on the Empire, they were always driven back. But perhaps the Empire's victory was due to geographic advantage or divine intervention, rather than military superiority. Having met you, that is what I think.
I cannot help but feel a little disgraced. I held foreign fighting styles in such low regard without ever seeing them for myself. When I came to Fodlan, I felt disgraced for many things that I learned. But there is no disgrace in losing ignorance. We need to be learning and growing with each other, always. Yes, by working together we can make progress. And both sides need to look ahead to the future. Das stimmt. Ferdinand und ganz viele Dialoge, die jetzt noch gar nicht möglich sind. Wahrscheinlich erst nach dem Zeitsprung. Aber die Dorothea schon wieder. Ah, you have arrived at just the right time. Care for one of these handmade treats? My goodness, Ferdy. When did you become such a talented confectioner? Oh, Dorothea, I am hardly an expert. Nevertheless, you have managed to make some tasty-looking treats. Well, it is the first time I have tried my hand at it. Honestly, there were several unsuccessful attempts preceding this batch. I made these pastries to solve that riddle you gave me, the reason you despise me. Oh? You said I was like a bee. The bee is a dutiful worker, just as I am. But the bee inherits a capacious home, with a wealth of honey. Similarly, I inherited my fortune. I did not receive it as a reward for my labor. I surmise that perhaps you'd feel differently about me if I earned something all on my own. That was my plan, to emulate your transformation from desperate pauper to successful songstress. All on your own? Did you renounce your nobility? Give away your riches? No, I made these. I obtained all the ingredients on my own, without anyone's help. You mean, you got the sugar and the flour? Yes. To earn the flour, I worked in the fields. To earn the sugar, I carried a merchant's wares. Who did the cooking? You? Naturally. I took on some extra chores in exchange for use of the kitchen at night. I have to admit, that's impressive. Hey, it looks like you had a bit of an accident. Is your hand okay? I burned myself a little while I was baking. Nothing to worry about. Nonsense. That burn will scar, you know. Come on, let's get you to the infirmary. Wait, Dorothea! You have yet to try my treats. You should be fine now, Ferdy. Big shot nobles have to treat their bodies with care just like the rest of us. There you go again. Noble this, noble that. Though you did say it with less disdain than usual. Nothing gets past you. As it were, I may have reconsidered you a little. You have reconsidered me? Finally! Just as I had hoped, we are becoming friends. Now then, I propose that we... I only said I reconsidered a little. And you still haven't figured out why I said you're like a bee. Which is funny, because you look like a bee right now. Bye! So, I am still a bee. A completely mystified bee. So, und dann haben wir wahrscheinlich noch Kasper und Dorothea als letzten Dialog. Warum die Dorothea so viel Dialoge jetzt hatte? Mit jedem. Na, die ist Heilerin und Tänzerin. Something's been bothering me. I kind of feel like you act more casually around me than you do with other people. Casually? I don't know what you mean. I just feel like you're always asking me to do things that might make other people uncomfortable. Like when you asked me to clean your room. You're not very flirty toward me like you are with the other guys. You seem weirdly comfortable around me. You pay more attention than I would have thought. Hey, are you interested in me? You know, interested. What? No, it just seemed weird, and I was curious. I'm kidding. It's true that I do find you quite a convenient little helper at times. It's like you're... how to put it? You're like a little brother to me. Really? That's not exactly a compliment. No, but it's true. And now that I've thought about it, I like the whole idea. Why don't you try calling me Big Sis and see how it feels? No, that's not gonna happen. Why not? I'm embarrassed just thinking about it. Oh,
Come on. It's just a goof. You can manage it at least once, can't you? Please? Oh, I know. If you do it, I'll stop using you for my chores. How's that sound? That's an enticing offer. Fine. Once. Big sis. Well done, Caspar. You're such a cute little boy. I'm proud to have you as a sibling. I'm not cute, and I'm not little. How would you feel if I made you call me Big Bro? Oh? Well, I wouldn't mind that at all. Big Bro. Is something wrong, Big Bro? Oh, this is the worst. So, dann sind wir mit den Dialogen auch durch. Und zeitlich passt's genau. Brrrt. Genau, perfekt. Dann machen wir für heute Schluss, würde ich sagen. Und morgen machen wir dann hier weiter. Dann werden wir wahrscheinlich nochmal erkunden und dann haben wir noch ein Wochenende, das weiß ich noch nicht, was wir da machen. Und dann ist schon die große Schlacht. Jagd auf den Mörder, die wird alles verändern. Und dann, den Monat darauf, kommt dann nochmal ein ganz großer Twist, der noch mehr verändern wird. Wirklich wahr. Da haben die ganz viel Story in ganz wenige Monate gequetscht und vorher passiert ganz lange leider gar nichts. Und dann bin ich echt gespannt, wie es weitergeht. Ich bin da wirklich gespannt. Ich denke, das werden wir morgen alles schaffen. Na gut, dann gute Nacht zusammen. Es war mir eine Freude. Und morgen um 8 geht es dann mit dem langen 4-Stunden-Stream weiter. Und dann wird sich hier ganz viel revealen und verändern. Macht's gut. Bis dann. Ciao.